Hans Pleschinski, Wiesenstein. Ein Roman über ein unwirklich anmutendes Leben in einer untergehenden Welt. Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt Gerd Hauptmann von den Anhöhen, die die Stadt umgeben, den Untergang Dresdens. Als die Stadt im Feuersturm verglüht ist, geht er jedoch nicht, wie die Behörden es vorschreiben, nach Westen, sondern er geht nach Osten, nach Schlesien, in seine Villa Wiesenstein. Er hat Geld und Beziehungen, so gelingt ihm dies, und er lebt jetzt dann auf Wiesenstein als Dichterfürst mit Ehefrau Margarete, mit Sekretärin, Butler, Masseur, Gärtner, einem Archivar, der ihm zuarbeitet. Kurz, mit einer Apanage, als ob nichts sich geändert hätte. Und doch geht natürlich die Welt um ihn unter. Die Rote Armee rückt immer näher. Doch Gerhard Hauptmann hat auch zu dem Sowjetregime Beziehungen, sodass er auch nach dem Untergang des Dritten Reiches weiter auf seiner Villa Wiesenstein leben und arbeiten kann. Die packende, mitunter beklemmend ergreifende, aber immer spritzig mit viel Wortwitz erzählte Darstellung des Untergangs des Dritten Reichs ist die eine Ebene dieses Romans. Der Untergang deutet sich schon im ersten Satz an, der Opel-Blitz kroch über die Mordgrundbrücke. Doch es ist vor allem auch eine große Werkschau, eine Werkinterpretation Gerhard Hauptmanns. Hans Pleschinski hat hierzu gerade die unbekannten Werke als Prominente inszeniert. Immer wieder lässt Gerhard Hauptmann an seinem Versepos Till arbeiten, immer wieder darüber nachdenken, was er in seinem fast urbildhaft anmutenden Werk über eine Frauenrepublik in der Südsee geschrieben hat. Im Grunde ein Urbild eines feministischen Romanes. Er lässt also die üblichen Verdächtigen wie Bahnwärter Thiel und die Weber erstmal außen vor und bringt Unbekanntes, Packendes, und auf einmal kriegt man richtig Lust, Gerhard Hauptmann zu lesen. Und die dritte Ebene, die Vielschichtigkeit Gerhard Hauptmanns und seiner Frau, die Vielschichtigkeit des Menschen überhaupt. Denn Gerhard Hauptmann hat unbestritten mit den Nazis paktiert. Margarete fragt sich in einem stillen Moment, ob es nicht vielleicht doch ein Fehler war, die Nazi-Flagge auf Hiddensee zu hissen. Aber da sind natürlich die Russen schon fast da. All dies, die Verstrickungen, die Versuche, sich abzugrenzen, Erfolge und Scheitern, all das nah beieinander in einer Person, das macht den Reichtum dieses Romans aus. Und das ist eine menschliche Universalie, die Hans Pleschinski dann hier darstellt. Ein Mensch, den man einfach nicht greifen kann, den man immer wieder meint, an Schnödigkeiten oder ruhmreichen Dingen festmachen zu können, und doch entgleitet es einem sofort wieder. Ein großartiges Bild des Menschen, eine nicht festgelegte Meinung zu einer anderen Person in einem fesselnden Roman. Hans Pleschinski, Wiesenstein, Erbauungsliteratur der besten Art.